So, heute geht's mal nicht an den Grill und auch nicht an den Smoker. Heute geht's mal zum Dutch Oven. Und dort drin machen wir ein kleines, aber feines, zerrupftes Hühnchen. Besser bekannt auch als Pulled Chicken. Viel Spaß! Für 6 Personen habe ich 1 Kilo Hühnchenbrüste vom Fleischer des Vertrauens besorgt. Diese werden zuerst gewaschen und vom überschüssigen Fett befreit. Abtupfen nicht vergessen. Nun kommt ordentlich Rapp bzw. Gewürzmischung drauf. In meinem Fall ist das Magic Dust Rapp mit Zutaten wie zum Beispiel brauner Zucker, Ingwer, Pfeffer, geräuchertem Paprika und so weiter. Diesbezüglich gibt es unzählige Rezeptvorschläge im Netz. Die gewürzten Hühnchenbrüste schlage ich dann in Frischhaltefolie ein, damit die Gewürzmischung während dem Aufenthalt im Kühlschrank da bleibt, wo sie hingehört. Am Fleisch natürlich. Circa 6 bis 24 Stunden können diese dann erst einmal verweilen. Weiter geht's mit dem Gemüseanteil. Wir benötigen 2 Zwiebeln, eine Paprikaschote und ca. 8 Kirschtomaten. Alle Zutaten werden in handliche Stücke verarbeitet. Zum Schluss nur noch den Frühstücksspeck zerteilen, damit dieser schön in den Dutch Oven passt. Während die Grillkohlen im Anzündkamin Temperatur bekommen, wird der Dutch Oven erst einmal ordentlich mit Butter eingefettet. Darauf folgt der Bacon oder Frühstücksspeck, dann die Zwiebel, Paprika und die Tomaten. Obendrauf kommt nur noch ein Esslöffel Senf und ca. 2 Esslöffel Tomatenmark. Nun folgen die Hühnerbrüste, eine Dose stückige Tomaten, ca. eine halbe Flasche Barbecue-Soße und auch wenn das hier nicht im Video zu sehen ist, 100 bis 150 Milliliter Rotwein. Die Kohlen sind nun auf Betriebstemperatur und können aufgeteilt werden. Unter meinen 9 Zoll Dutch Oven kommen unten 6 bis 7 und oben 12 Stück drauf. Jetzt heißt es 2 bis 2,5 Stunden Ruhe bewahren und abwarten. Nach ca. 2 Stunden kann es nun ans Pullen, wie der Name Pulled Chicken schon sagt, oder Rupfen gehen. Ist dies getan, passen dazu entweder Burgerbrötchen oder in meinem Fall Ciabatta-Brötchen. Na dann, viel Spaß beim Selbermachen.